Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer von Digitalfernsehen, zu einem neuen Video-Special. Den Abschluss unseres kleinen Roadtrips bilden die neuen LCD- und OLED-Fernseher von LG, die wir in Hamburg begutachten konnten. Das OLED-TV-Line-Up besteht aus den Modellen B9 und C9 in 55, 65 und 77 Zoll sowie dem E9 in 55 und 65 Zoll. Komplettiert wird das OLED-Line-Up durch den W9 in 65 und 77 Zoll. Ein G9 wurde nicht vorgestellt, aber dafür der 8K OLED Z9. Ähnlich wie die LCD-Konkurrenten bietet LGs 8K OLED HDMI 2.1 und neue Gaming-Features wie VRR. Natürlich sind 88 Zoll und mehr als 33 Millionen selbstleuchtende Pixel richtig beeindruckend, zumal das Möbel unter der Bildfläche zum TV gehört und durch nach unten abstrahlende Lautsprecher als Klangkörper gleich zweifach genutzt wird. Die Kabel werden teilweise von unten zum TV geführt. So beeindruckend der Z9 auch ist, der 8K OLED dürfte ein Vermögen kosten und auch beim Stromverbrauch will ich lieber nicht wissen, wie hoch die Maximalangabe ausfallen wird. Umso interessanter ist deshalb, dass LG HDMI 2.1 auch bei den 4K OLED TVs einführen wird, und dies schon beim OLED B9, der in 55, 65 und 77 Zoll erscheint. Zwar bietet der B9 OLED auf dem Papier nur einen aufgemöbelten Alpha 7 Prozessor, aber ich konnte weder im Datenblatt noch beim Blick ins Bildmenü einen echten Nachteil zu den Alpha 9 Modellen ausmachen. Ihr profitiert auch beim B9 OLED von optimierten Schärfe- und Rauschfiltern. Noch dieser OLED soll 4K-Auflösungen mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde unterstützen und dies dank HDMI 2.1 über alle HDMI-Eingänge. Neben EARC unterstützt LG auch den automatischen Gaming-Modus ALLM, worauf die meisten von euch sehnlichst gewartet haben, dürfte VRR sein. Am Beispiel eines C9 kann ich euch die Funktion im Zusammenspiel mit einer Xbox One X zeigen. Die Erkennung funktioniert problemlos und Xbox und LG OLED TV können die Bildfrequenz in Echtzeit anpassen. Also genau so, wie Samsung schon 2018 vorgemacht hat. Natürlich ist Red Dead Redemption 2 mit einer Bildrate von 30 Bildern pro Sekunde nicht dafür geeignet. Ihr seid auf Spiele angewiesen, die im Idealfall mindestens 40 Bilder oder mehr pro Sekunde liefern und der TV ist dann in der Lage, Bildfrequenz Schwankungen in Echtzeit nachzuvollziehen, ohne zusätzliche Artefakte oder Bildruckler zu produzieren. Neu ist die native 1440p-Unterstützung bei bis zu 120 Bildern pro Sekunde, was PC-Nutzern sehr entgegenkommen dürfte. Damit schließt LG die Lücke zu Samsung und die OLEDs B9, C9, E9 und Z9 liefern endlich alle aktuellen relevanten Gaming-Features. Einen OLED habe ich ausgelassen, und zwar den Wallpaper OLED W9. Gezeigt wurde zwar nur die Design-Kooperation mit Spektral anhand des W8, aber der W9 ist äußerlich nicht vom Vorjahresmodell zu unterscheiden. Auch das umständliche Verbindungskabel zwischen Soundbar und Display bleibt erhalten. Neu ist beim B9 HDMI 2.1, aber der W9 wird als einziger neuer OLED-TV keinen VRR-Support bieten. Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr erkennt ihr auch bei den Bildeinstellungen im Spielmodus, die endlich nicht mehr vom Rest abweichen. Leider sind weiterhin viele Bildnachbearbeitungen im Spielmodus gesperrt. Dafür soll der Input-Lag ein Rekordtief erreichen. Neu ist ein Glättungsfilter. Laut Beschreibung ist es eine Kantenglättung und da alle ausgestellten TVs eine extreme Nachbearbeitung zeigten, ist es gut möglich, dass der Filter auf maximaler Stufe zugeschaltet war. Ob sich dahinter auch ein Bending-Filter versteckt, der bislang an den MPEG-Filter gekoppelt war, bleibt noch abzuwarten. Neu ist außerdem die Option, die Stärke des weißen Subpixels vorzugeben, um entweder die Helligkeit zu maximieren und das Ganze auch mit SDR-Quellen oder Farben möglichst genau wiederzugeben. Auch die HDR10-Aufbereitung hat LG optimiert und eine Helligkeitsanpassung über den Lichtsensor integriert. Wie gut die automatischen Bild- und Tonanpassungen ausfallen werden, können wir dann erst im Test sagen. Eine kleine Enttäuschung betrifft die Schwarzbildeinblendung Motion Pro. Bei den Vorserienmodellen auf der CES war noch eine 120 Hz Schwarzbildeinblendung möglich, diese wurde aber von LG wieder zurückgegeben. Über die Gründe kann man jetzt nur spekulieren, ich gehe hier von technischen Ursachen aus. Ob Panasonic die 120 Hz Schwarzbildeinblendung bis zum Erscheinungstermin der neuen OLEDs beibehalten wird, bleibt somit auch abzuwarten. Bei LG bleibt es somit beim 60 Hz Flackern, sobald ihr Motion Pro aktiviert. Dolby Vision und Atmos Signale werden weiterhin unterstützt und im Großen und Ganzen bauen die 219er OLEDs auf genau den Stärken auf, die bereits die letztjährigen Modelle so erfolgreich machten. LGs Designänderungen gefallen mir sehr gut, die auffällige Rundung beim Standfuß des C8 war sehr gewöhnungsbedürftig. Beim C9 ist es nun so dezent, dass es von vorn betrachtet nicht mehr auffällt. Aber dennoch wird der Schall nach vorn umgeleitet. Auch der E9 gefällt mir besser als der E8, da der Standfuß nicht mehr vom Glasunterbau durchgeschnitten erscheint, sondern das Gegengewicht hinten befestigt wird. Auf dem Papier liefern die LG OLEDs schon jetzt das umfangreichste Ausstattungspaket und dürften für Gamer erste Wahl sein, wenn es um einen 219er OLED TV geht. Nur bei den generellen Leistungsdaten des OLED-Panels und dem Kontrastfilter scheint es keine signifikanten Unterschiede im Vergleich zum Vorjahr zu geben. Weniger rosig,
sieht es in LGs LCD-Lineup aus? Selbst in der lichtdurchfluteten Halle sahen die LCDs deutlich kontrastschwächer als die OLED-TVs aus und auch der Kontrastfilter der LCDs fällt nicht optimal aus. Wollt ihr eine Direct-LED-Beleuchtung mit Local Dimming, dann bleiben euch die Modelle SM98 und SM90, die über HDMI 2.1 verfügen und auch VRR unterstützen. Eine Ausnahme stellen die SM90-Modelle in 75 und 86 Zoll dar, die zwar auch über HDMI 2.1 verfügen, aber kein VRR unterstützen. An diesem Punkt enden bereits die interessantesten LCD-Modelle, denn ab der Serie SM86 erwartet euch nur noch Edge-LED-Niveau, VRR wird nicht mehr unterstützt und es gibt nur noch HDMI 2.0. Da wir LGs 9er und 8er LCDs in den letzten Jahren testen konnten, stimmen mich die Ersteindrücke der neuen Modelle alles andere als euphorisch. Gegen ein Sony XG95 oder Samsungs QLEDs ab der Serie Q80R werden die SM90 und SM98 Modelle nicht bestehen können. Wenn ihr auf beste Bildqualität Wert legt, dann wählt bei LG unbedingt die neuen OLEDs. Selbst das Thema Bildhelligkeit ist kein echtes Kaufkriterium für die LG LCDs und die IPS-Panels sind zu kontrastschwach, um HDR-Quellen bestmöglich aufzubereiten. Aber vielleicht gibt es ja auch ein paar Überraschungen, beispielsweise bei der Bildausleuchtung. Ich will die LCDs nicht vorschnell abschreiben, aber allein die Preise zeigen deutlich, dass das Thema LCD für LG kein High-End-Segment mehr darstellt. Es gibt noch viele weitere Themen wie Bluetooth 5.0, Steuerungsverbesserungen und so weiter, aber das soll es an dieser Stelle erst einmal gewesen sein. LG deckt mit den neuen OLEDs die wichtigsten Preis- und Größenklassen ab und liefert eine Ausstattung, die ihresgleichen sucht, auch wenn der W9 mangels VRR-Support etwas aus dem Rahmen fällt und die LCDs schwächeln. Bereits Ende März werden wir uns ein Bild von LGs neuen OLEDs im Vergleich zu anderen TVs machen können und spätestens im April werdet ihr dann in unserem Test erfahren, ob die 2019er OLEDs von LG wirklich das Maß der Dinge im diesjährigen OLED-TV-Segment darstellen. Unsere Videoberichterstattung ist nun erst einmal komplett. Wir werden nun mit Hochdruck an der Fertigstellung der nächsten März-Ausgabe des HTTV-Magazins arbeiten. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei unseren Tests im nächsten Monat wieder mit dabei seid. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut!